Vor 2 Tagen hatten wir unser Projekt Kickoff für das Projekt Einführung Microsoft Viva. Von daher kann ich euch schon mal ein wenig was erzählen, was wir vorhaben, wie wir vorgehen wollen, wer die Teilnehmer sind und auch, was wir für Herausforderungen in diesem Projekt sehen. Allerdings hat das Ganze auch einen kleinen Beigeschmack, auf den wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Zunächst einmal, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe bei dem, was wir jetzt hier machen? Und das ist eigentlich recht einfach erklärt von, ich habe keine Ahnung, was Viva ist, ich weiß nicht, ob das für mein Unternehmen relevant ist, bis hin zu, ja, wir sehen in Viva einen sehr, sehr großen Mehrwert, wissen aber nicht, wie wir das Ganze umsetzen können. Für all diejenigen ist hier etwas dabei. Wir werden auch alle 4 Produkte live produktiv einsetzen, denn wir haben auch das Vergnügen, das Ganze bei einem Unternehmen einzusetzen, was auch europaweit tätig ist, was mehrere Standorte hat, auch verschiedene Sprachen gegen Content benötigt. Das wird eine Herausforderung sein, dazu aber später mehr. Das Schöne ist, in diesem Projekt ist ein Team von 7 Personen vertreten. Darunter haben wir auch, oder zusätzlich haben wir da auch nochmal eine Ansprechpartnerin bei Microsoft. Der bittere Beigeschmack ist, von dem Unternehmen, wo wir das Ganze einsetzen, sind natürlich auch 3 junge, aufstrebende, ja, zukünftige Microsoft-Persönlichkeiten, nenne ich sie einfach mal, die wir jetzt heute leider noch nicht erwähnen dürfen, weil wir intern noch ein wenig was klären müssen. Aber auch die werden natürlich hier entsprechend erwähnt, denn wir setzen das Projekt mit 7 Personen um und nicht nur mit denen, die ich euch gleich vorstelle. Zu den Personen, die ich euch nennen darf, haben wir für den Bereich Datenschutz und Compliance einen absoluten Experten. Des Öfteren hatte ich auch schon das Vergnügen gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Freue mich natürlich auch wieder, dass ich erneut ein Projekt mit ihm durchführen kann. Und das wäre dann Microsoft MVP Raphael Köllner. Und dort bin ich mir sehr sicher, dass das Thema Datenschutz und Compliance in guten Händen ist und wir dort auch gerade solche Themen wie, was machen wir mit dem Betriebsrat? Wie müssen wir vorgehen? Gibt es eventuell Funktionen, die wir dann deaktivieren müssen, die wir abstimmen müssen? Das wird ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Thema sein. Aber dort liegt das Thema in sehr guten Händen. Die zweite Microsoft-Persönlichkeit, die wir mit an Bord haben, auch mit der habe ich schon des Öfteren zusammengearbeitet, arbeite auch aktuell mit ihr zusammen. Das wäre der Geschäftsführer der Blackmagic Cloud und auch Microsoft Evangelist Andreas Hähnel. Er hat auch noch den charmanten Vorteil, er war oder er ist auch Teil des Projekts Microsoft Viva technischer Bereich. Dort hat er auch sehr viele Informationen für uns parat, denn gerade auch die Technik, wie funktioniert das im Hintergrund? Worauf muss ich achten? Was muss ich einstellen, konfigurieren? Ist für diese 4 Produkte auch sehr wichtig, damit das dann letztlich auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Und auch dort liegt dieser Bereich in guten Händen, sodass wir sicher sein können, dass dieser Bereich sehr kompetent und professionell betreut wird. Und die dritte Person, da freue ich mich auch besonders, denn wir haben schon mehrere Anläufe unternommen, gemeinsam ein Projekt zu starten und durchzuführen, hat bislang nicht funktioniert. Jetzt hat es endlich funktioniert. Das wäre der Bereich Change and Adoption. Und jeder, der in der Microsoft-Welt ein wenig zu Hause ist oder schon mal reingeschnuppert hat, ist wahrscheinlich auch auf den Namen Fabian Schütz gestoßen. Mehrere Dutzend erfolgreich durchgeführter Change and Adoption-Projekte kann er sich auf seine Agenda schreiben. Von daher sind wir hier auch wieder in sehr guten Händen, was diesen Bereich angeht, denn wir haben hier 4 verschiedene Module, die müssen sinnvoll adaptiert werden, dem User näher gebracht werden, umgesetzt werden, damit sie dann auch von den Usern regelmäßig und auch produktiv genutzt werden können. Und auch dort ist dieser Bereich wieder in sehr guten Händen. Und ihr seht schon, das Team ist wirklich verdammt stark, plus die 3 Personen, die wir noch zusätzlich dazu haben. Da haben wir ein sehr schönes und kompetentes Team von 7 Persönlichkeiten. Zusätzlich
haben wir dann auch noch eine Ansprechpartnerin bei Microsoft. Mit der habe ich im Vorfeld noch nicht gesprochen. Von daher würde ich ihren Namen jetzt auch noch mal rauslassen. Aber auch dort haben wir wieder direkten Draht zu Microsoft, wo wir dann vielleicht noch mal ein paar Verbesserungsvorschläge reinreichen können oder uns auch noch mal abstimmen können, inwieweit zukünftig vielleicht noch das ein oder andere hinzukommt, was wir dann im Rahmen des Projekts im Hinterkopf behalten müssen. Und wir haben dann auch natürlich noch mal die Möglichkeit, vielleicht auch Anregungen oder Fragen von euch einzusammeln und die dann näher zu bringen, damit dann wirklich, wenn das Ganze live geht, der größte Mehrwert für alle bei rumkommt. Wie wollen wir jetzt in dem Projekt vorgehen? Wir haben natürlich regelmäßige Abstimmungsrunden, wie es bei jedem Projekt der Fall ist. Dort werden wir unsere To-Dos aufnehmen, abarbeiten, abstimmen, natürlich auch schauen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was ist neu im Bereich Viva, was müssen wir berücksichtigen. Diese typischen Projektthemen werden wir natürlich besprechen und wir haben natürlich auch größere Herausforderungen in diesem Projekt. Zum einen ist Microsoft Viva sehr neu. Alle 4 Module sind jetzt offiziell released, aber wie es in der Microsoft-Welt typisch ist, bei Teams haben wir es natürlich auch schon gesehen, der Stand, mit dem wir jetzt starten, ist nicht der, wo wir dann vielleicht in einem halben Jahr, Dreivierteljahr oder ein Jahr sein werden, denn die Produkte werden sich verändern, sie werden größer, umfangreicher, auch eingangs schon mal erwähnt, dieser Multilanguage-Content sehr, sehr wichtig, denn es leidet natürlich auch die Übersicht, wenn ich zum Beispiel eine Videoserie zu Microsoft Teams habe und diese dann parallel in mehreren Sprachen hochladen muss. Wenn diese Videos alle in der Kategorie Microsoft Teams auftauchen, leidet die Übersicht. Vielleicht bekommen wir da ja zusätzlich auch so eine Funktion wie im SharePoint, wo ich dann zwischen den Sprachen switchen kann. Wäre sehr cool. Aktuell steht sie aber noch nicht zur Verfügung, aber eventuell in der Zukunft. Das sind also alles Probleme, mit denen wir uns dann rumschlagen müssen, Lösungen finden müssen, die dann funktionieren, aber auch für den User sehr angenehm sind, plus permanente Veränderungen, die hier von Tag zu Tag auftreten können. Das alles müssen wir bedenken, Lösungen finden, schauen, wie wir das Ganze umsetzen können, damit wir euch dann auch am Ende des Tages sagen können, wie sind wir vorgegangen, was haben wir uns dabei gedacht, was sind die Schwierigkeiten, was sind die Herausforderungen und natürlich auch das ganz, ganz große Problem des Datenschutzes. Hier in Europa haben wir natürlich ein paar andere Regularien, aber auch Betriebsrat, Standort ohne Betriebsrat. Wie kriegen wir das alles vernünftig unter einen Hut, damit dann auch beim User am Ende des Tages der größte Mehrwert ankommt, ohne auf zu viele sinnvolle und nützliche Funktionen zu verzichten? In welchem Rhythmus wir das Ganze jetzt veröffentlichen, weiß ich aktuell noch nicht. Müssen wir uns ein bisschen rantasten. Am Anfang werden wir auf jeden Fall alle 4 Produkte einmal vorstellen, nach dem Stand, den wir heute haben. Und dann werden wir nochmal so ein paar Vorbereitungen durchgehen. Wie haben wir uns da aufgestellt? Auch in Bezug auf Teams. Wie haben wir unser Team aufgestellt? Was haben wir uns dabei gedacht? Wie würden wir vorgehen? Also auch so gängige Projektmanagement-Themen, nenne ich sie jetzt einfach mal, werden wir auch nochmal an die Hand geben und wir werden auch parallel zum Live-System auch ein Testsystem haben. Dort werden wir wahrscheinlich gerade jetzt auch am Anfang deutlich mehr zeigen können, weil dort auch keine reellen User-Daten drin liegen, sondern einfach nur ein Content-Paket, mit dem wir arbeiten können. Wir haben dort nicht das Unternehmenslogo. Von daher haben wir da auch ein bisschen Zeit nochmal in der Hinterhand zu klären, was wir euch dann im Live-System alles zeigen dürfen. Und natürlich haben wir dann auch noch ein wenig Zeit abzustimmen, wann wir euch diese 3 Persönlichkeiten vorstellen können, die heute nicht benannt sind. Also wie ihr seht, ist hier wirklich für jeden, der das Thema Microsoft Viva schon mal ins Auge gefasst hat, den das interessiert, auf jeden Fall etwas dabei. Und dieses Thema wird sich natürlich auch über mehrere Wochen erstrecken. Und das Schöne auch, dadurch, dass Raphael, Andreas und Fabian Teil dieses Teams sind, ihre eigenen Communities haben, ihre eigenen Kanäle haben, werdet ihr dort auch immer mal wieder Content zu diesem Projekt geliefert bekommen, sodass wir eine große Zielgruppe erreichen können und alle die das Thema Microsoft Viva interessiert,
werden hier auch definitiv einen Mehrwert erhalten, so dass man dann am Ende des Projekts vielleicht auch sagen kann, so sind wir jetzt vorgegangen, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, damit ihr, wenn ihr Viva einrichten wollt, da auch so einen kleinen Leitfaden habt, wie man vorgehen kann. Der wird wahrscheinlich nicht für alle funktionieren, aber das ist schon mal ein Anhaltspunkt für euch, damit ihr dann auch einfacher und sicherer an euer Ziel kommt.